Okay, rauf geht's auf The Shattered Square und da gehen wir direkt mal rein. Mit dem neuen Survivor Trevor, mit einem weirden Bild und gegen den neuen Killer Dracula, aka The Dark Lord, der in meinen Augen die größte Enttäuschung seit Skullmaranto ist. Und es fühlt sich echt arsch an in meinen Augen, mit ihm zu spielen. Aber jetzt erstmal schauen, wie es denn gegen ihn aussieht. Okay. Ich bin gespannt. Ja, sehr gut. Komm her, come at me, bro. Come at me. Try me, brother. Er tried mich nicht. Da oben wird erstmal ein bisschen gehellfired. Kritische Situation. Mal ein bisschen cocky bleiben. Eventuell ein bisschen zu cocky. Direkt gefailt, alles super. Oh, wunderschön, oder? Try me! Come on! Okay. Lässt er gerade wirklich von mir ab? Okay, interessant. Und ja, ich habe die Kombi aus Bite the Bullet und Self-Care mit dabei. Und ja, ich hätte auch theoretisch einfach Iron Will nehmen können. Aber ich finde die Kombi ein bisschen spaßiger. Also mache ich es mal einfach so. Gegen die Wolfsform fühlt sich jetzt schon mal ziemlich nice an. Liegt aber eventuell auch daran, dass er ein bisschen lost ist, weil er seinen Pounce gar nicht genutzt. Also einfach mal schauen und oh, das war sogar eine Challenge. Das wusste ich gar nicht, ist aber auf jeden Fall eine nette Überraschung. Und ich würde gerne den Chase eigentlich auch klauen. Wo seid ihr? Full Chase fokussiert hier. Ich bin jetzt eine kleine Snitch. Ich klaue so hart ich kann. Frage ist wirklich nur, wo zur Hölle seid ihr? Weil ich hätte das sehr, sehr gerne. Und Kuss raus, Nessie, für dein Raido. Was geht? Ich hoffe, ihr habt was Wunderschönes gemacht. Hattet einen wunderschönen Stream. Und wir gehen gerade rein in Dead by Daylight gegen den neuen Killer mit dem neuen Survivor auf der neuen... Okay, es ist keine neue Map. Aber ich wollte ein bisschen übertreiben vielleicht. Hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Und fühlt euch alle herzlichst willkommen. Und Homie, ich hab dich wirklich... ganze Map umkreist gerade. Ganze Map umkreist. Oh Gott! Jesus! Möge uns beistehen. Ja, komm. Es ist asozial, dass ich jetzt hier chase. Es tut mir auch leid, aber... Okay, mal schauen, was er jetzt hier vorhat. Er ist Wolfi! Okay, let's go. Ich mag das sehr. Wer von euch Dracula nicht kennt, das ist der neue Killer in Dead by Daylight. Der hat eine Fledermausform, eine Wolfsform und eben seine Standard-Sexy-Boy-Form. Und da geht ziemlich viel Shit ab. Okay, weiter. Den Mob hier weg, den kleinen Hundi. Bisschen auf die Fresche geschlagen, sage ich. Kein Spitzel auf dem Maul. Bin aber im Lurk. Jojo, gönn dir. Schönen Tag noch. Weil was essen muss. Jo, gönn dir. Guten Appetit wünsche ich. Shoutout bekommst du nach der Runde, weil ich habe gerade ein bisschen Stress. Aber generell einen wunderschönen Tag wünsche ich auf jeden Fall. Auch wenn ich gerade ein bisschen am Arsch bin. Nein, warum habe ich kein Fastwall geschafft, ich kleiner Bastardo? Aber gegen seine Wolfsform sehr spaßig. Sehr, sehr spaßiger Chase, vor allem, weil sie eben auch nicht so stark ist. Ich würde aber auch sehr gerne ein bisschen mehr von seiner Fledermaus als auch von seiner Standardform erfahren. Und er hat Playfang mit dabei. Interessant. Mal schauen, ob ich hier auch noch Pentimentus sehen werde und ob der da drüben in 3, 2, 1 down gehen wird. Baboom.
Ja, Timing war noch nie so mein Ding. Timing war noch nie so mein... Selfco! Alles gut. Man versteckt sich einfach so hier. Neben dem Baum, neben dem Busch. Es kann wirklich nichts passieren. Wenn was passieren würde, würde er auch cheaten. Just saying. Und er zerstört hier direkt mal ein Totem. Ich lieb's. Ich lieb's. Aber ich weiß nicht, er nutzt irgendwie seine Fledermausform gar nicht und sein Hellfire hat er bislang auch nur einmal genutzt. Find ich ein bisschen weird. Bin ich ganz ehrlich. Aber gut, ich gehe dann mal direkt für den Rescue. Playfing lasse ich einfach mal aktiv, da geht noch ein anderer, dann gehen wir direkt mal Double Healen, würde ich sagen. Ein schöner Double Heal schadet nie, sage ich. Und ein schöner Chase wäre auch wieder geil. Just saying, Dracula. Vor allem in deiner normalen Form. Ich bin nicht gerade der Wolfs... Okay, das ist eine Lüge. Ich liebe Wölfe. Wölfe sind echt cool. Das Problem ist, ihn jetzt ohne Terrorradius zu finden wird, glaube ich, schwer, aber... Cocky Bastardo, mein Name. Die Wolfsform ist ja so giga-Arsch. Die Wolfsform ist ja so giga-Ass. I'm sorry, bro. Okay, warte. Was passiert, wenn ich mich hier einfach hinstelle? Dann vorbeigehe? Nein, das war zu cocky. Okay. I'm sorry, broski. I'm very, very sorry. Also sorry. Die Wolfsform ist doch aber auch wirklich einfach nur Giga-Arsch, oder? Also, man kann dem Pounce so leicht ausweichen. Mindgame ist halt so schwer für den Killer, weil rückwärts gehen halt einfach, weiß ich nicht, Hälfte vom normalen Speed ist. Und naja, generell bringt das jetzt auch nicht viel, dass er jetzt ein bisschen kleiner ist, weil er hat natürlich noch immer sein rotes Licht davor. Fledermausform hilft ihm natürlich auch nicht allzu viel, weil im Chase kann man damit gar nichts machen. Mich würde, wie gesagt, nur noch interessieren, wie es eben in der Basic-Form jetzt aussehen würde. Ich würde schon gerne ein bisschen Hellfire abbekommen. Das Problem ist wahrscheinlich, dass viele das Hellfire nicht mal benutzen, weil es ziemlich arsch wirkt. Und ich glaube generell, dass viele den Killer überhaupt nicht spielen werden. Außer sie sind Castlevania-Fans. Dann glaube ich schon eher. Hallo? Uns kann nichts passieren. Okay, come on. Try me. Und jetzt gehe ich da hinten hin. Ah, du bist gar nicht mehr hinter mir, du Verräter! Du Schwein! Was? Was soll das? Jetzt self-care ich mich hier mit Bite the Bullet daneben, oder was? Was eine dumme Runde. Was eine dumme erste Runde gegen den Broski. Obwohl, erste Runde stimmt nicht ganz, weil ich hatte gerade vorhin auch schon eine. Der hat einmal mit mir gechased, hat einmal einen Hellfire gefailt und ist dann disconnected. Obwohl die Killer-Cues momentan schon auch ein bisschen länger sind. Jetzt nicht extremst lang, aber so 5 bis 10 Minuten und da halt direkt wegen sowas zu disconnecten? Weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt ein bisschen fragwürdig für mich. Aber gut, ich habe mich jetzt schon dreimal geselfcared, glaube ich. Mir geht's ziemlich miserabel. Da kommt ein Rescue durch, wir können double healen und dann würde ich gerne den Chase übernehmen. Oh, obwohl, wenn ich schon direkt sehe... Ah, da hinten, okay, ja, naja, dann. Da sehe ich mich ja direkt. Einfach ein bisschen auf Cocky den Generator bearbeiten und der wird schon ein bisschen Stress in der Buchse haben.
Oder vielleicht auch einfach nicht. Ist seine Sache. Ist komplett sein Ding. Also ich rede ihm da nicht rein. Broski, machen wir gemeinsam? Oh. Guess not. Haha. Die Wolfsfarm ist so gigaarsch. Also wie kann etwas so arsch sein? Ich frag mich auch, was sie sich dabei gedacht haben. Weil man muss doch merken, dass die Wolfsform nicht stark ist. Oder ist das wie wirklich wieder so eine Sache, wo einfach so, ja, nee, wirkt jetzt anfänglich nicht so stark, ist aber voll OP. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber ey. Who the fuck knows? Okay, gönn dir. Wunderschönen Tag wünsche ich. Also der Killer ist halt definitiv vieles, aber stark nicht. Stark definitiv nicht. Ey. Es tut mir wirklich so leid. Und das Traurige ist halt, dass die Wolfsform meiner Behauptung bislang nach auf jeden Fall noch immer so das Stärkste ist, was er zu bieten hat. Und wenn das halt so das Stärkste ist, was man zu bieten hat als Killer, dann sollte man schnell versuchen, mehr zu bieten. Nein, wie war das? Das war kein Fastball. Deine Mutter ist kein Fastball. Was? Freunde, finisht ihr den... Okay. Verstehe. Schmerz. Es ist aber auch so scheiße. Ey, sorry, das liegt jetzt nicht am Killerspieler selbst. Die Form ist halt auch wirklich giga... Also, das ist halt kein guter Killer. Ich sag's mal so, wie es ist. Das ist... Langsam, aber sicher wird es trotzdem peinlich. Okay, schade. Langsam, aber sicher war es jetzt trotzdem schon peinlich ein bisschen, ne? Just saying. Okay, mal schauen. Er nutzt halt aber auch wirklich nur die Wolfsform. Er nutzt die Fledermausform nicht mal für Movement. Was auch das einzige Gute an der Fledermausform ist, um halt Survivor, die injured sind, zu spotten. Und natürlich auch nicht injured, aber injured ist leichter und um sich halt ein bisschen zu TP'en. Und Freunde, könnt ihr mir ja auch helfen oder... nicht so? Ich habe ein bisschen Angst vor dem Tod. Ja, also... natürlich ist es halt spaßig, gegen ihn zu spielen. Das ist richtig, richtig funny einfach nur. Weil es halt kein Spaß, weil es halt kein starker Killer ist. Und man dann einfach so einen Wolf mobbt. Man mobbt dann einfach einen Wolf weg. Und ich glaube nicht, dass ich gerettet werde. Irgendwie habe ich nicht mehr so viel Hoffnung. Oder? Oder vielleicht doch? Oh, jetzt kein Skillcheck failen. Jetzt kein Skillcheck failen, Freunde. Let's go. Wunderschön. Willst du mich direkt heilen? Verstehe. Alles gut, ich habe kein Problem damit. Weil ich kann mich einfach self-caren. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Boah, aber was auch richtig funny aussehen muss, wenn der Wolf einen hammt. Das stelle ich mir giga funny vor. Ja, also wirklich Survivor-mäßig einer der spaßigsten Killer im kompletten Spiel wahrscheinlich. Killer-mäßig. Will ich sagen, die größte Enttäuschung im kompletten Spiel so? Weil welcher Killer war halt mehr enttäuschend? Also Skullmeranto war natürlich eine Enttäuschung, weil es halt ein Scheißkiller war. Aber ich hatte halt schon vom Grund auf bei ihr keine Erwartung, weil es halt sowieso ein Original-Killer ist. Und bei Dracula von Castlevania denkt man sich halt, boah, es ist Dracula von Castlevania.
Richtig cooles Design. Dann ist es ein Wolfi, der einfach nur failt. Ja, schreibt ihr mir natürlich gerne dazu einfach eure Kommentare in die Kommentare. Eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich kann nicht mehr reden, weil ich am Boden bin. Wunderschönen Tag noch und hoffen wir, dass der Killer irgendwie im Nachhinein noch gebufft wird. Weil ich bin ganz ehrlich, die Changes vom P2B auf dem Live-Server hier, das ist gar nichts. Das ist Schmutz.